Okay. Na dann hier mal rüber. Okay, ich nehme mal hoch. Mal Holz. Ein Feuer machen. Oder auch nicht. Einfach durch die Wand. Genau so. Kehre zum Stamm zurück. Müssen wir wahrscheinlich hier runter. So, hier entlang. Und raus. Aus dieser Höhle. Oha. Wir wurden enttappt. Ertappt. Amam, du bist echt unverbesserlich. Aber den jungen Xu mitzunehmen, Mutter weiß, was da drin hätte passieren können. Ihr wisst doch, dass ihr das Dorfgebiet niemals verlassen sollt. Tut mir leid, Mana, aber wir haben entdeckt, dass wir. Es interessiert mich nicht, was ihr für einen Unsinn entdeckt habt. Ihr wisst ganz genau, dass ihr da nicht rein durftet und dass wir im Dorf bleiben sollten, so wie wir es immer getan haben. Aber das ist gen. Und jetzt zurück ins Dorf mit euch. Ihr kommt jetzt schon zu spät zur Zeremonie. Alle warten doch auf euch beide. Und ihr weißt doch, was da abgeht. Pa, du hattest recht, kleiner Bruder. Da war sie aber nicht ganz glücklich drüber. Trotzdem, wir müssen ihr wirklich erzählen, was wir gesehen haben. Sei denn, sie weiß das jetzt schon. Ist ja schon viel länger hier als wir. Eben. Gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Aber zuerst sollten wir schnell zur Zeremonie gehen. Ja, das ist eine alte Dame. Als ob die in ihrem gesamten Leben, wir leben hier nur auf diesem Hügel, als ob die noch nie auf die Idee gekommen ist, in ihrem langen, langen Leben hier auf dem Hügel. Da mal reinzugehen, da mal irgendwann mal auch einen Blick dort hinter die Tore zu werfen. Dass die davon weiß, das ist ja wohl relativ klar. In Ordnung, da wir jetzt endlich alle hier sind, kann die Zeremonie offiziell beginnen. Danke dir, Mana. Gemäß unserer Tradition möchte ich mich bei ihr allen für ihre Mithilfe bedanken. Es hat zwar ein bisschen mehr Arbeit und Ressourcen erfordert, aber wir haben es wieder geschafft. Unser neues Haus steht felsenfest da. Wir werden mit dem Ausbau unseres Dorfes fortfahren. Unser nächstes Haus wird direkt neben diesem hier stehen und es wird noch größer und noch schöner werden. Jetzt möchte ich Ilma und Kahn herbeirufen, damit sie dieses Baumhaus offiziell als ihr Eigentum beanspruchen. Und danach gibt es ordentliches Gnade. Zählt für einen Topf. Wie geht's, wenn ich noch einen Schlüssel von ihrem trockenen Eintopf auch nur rieche, muss ich kotzen. Ich habe keine Ahnung, warum Gary so versessen darauf ist. Sieht doch fast so aus, als interessierten ihn die Zeremonie nur wegen des Eintopfs. Er verdrückt schon ganz schön viel davon. Jetzt schau dir das mal an. Das nächste runde Baumhaus aus Holz, wenn wir mal nicht kreativ sind.
Mutter bewahre, dass wir mal zur Abwechslung was Neues ausprobieren. Wenn ich jemals Häuptling werden sollte, dann werden wir das auf jeden Fall ändern. Uha. Erdrutsch. Das Dorf bricht zusammen. Aber der Eintopf. Oha. Wo sind wir gelandet? Und wer bist, was bist du denn für ein, bist du für ein kleines Ding? Du bist von oben gekommen, oder? Ich habe schon immer vermutet, dass da oben auf dieser Klippe etwas im Gange ist. Hätte mir nie vorstellen gewagt, dass es Menschen sein könnten. Gefährlicher Ort, diese Klippen. Hier nennen wir sie Wackelklippen, und zwar nicht ohne Grund. Ich kann mir den Schock vorstellen, Kumpel, aber du träumst nicht. Wir könnten beide in der Falle stecken. Komm mit. Okay. Ein Riecher für Abenteuer. Neue Quest. Okay, hier erstmal ein bisschen was sammeln. Schlüsselgrafit. Okay. Hier kommen wir her. Das ist nur runtergefallen. Wir kommen nicht mehr hoch. Oh je. Immerhin können wir schwimmen. Was auch nicht selbstverständlich ist für Gebirgsmenschen. Ich werde leider hier als der Gepolter, als das Gepolter angefangen hat. Tut mir leid, aber wer bist du denn? Off, gehöre zu den Tambas. Wir reisen, studieren, praktizieren Politik und manchmal stecken wir in der Klemme. Ich muss die Brücke hier reparieren, um meinen Alpha-Fanten wieder da hochzubringen. Also ich habe einen Vorschlag. Du hilfst mir mit etwas Maholz und Starrseil für die Brücke und etwas Nahrung für meinen Alpha-Fanten zu besorgen. Und sie hat ziemlich, denn sie hat ziemlich Hunger. Als Gegenleistung besorge ich dir was für die Blockade. Ich glaube nämlich, das wird dein Weg nach oben sein. Sie sieht ziemlich robust aus, aber ich habe gerade erst genau das richtige Ding dafür gefunden. Aha. Okay, ja, die Ressourcen. Da brauchen wir Marvels, haben wir genug. Stahlseil brauchen wir zwei. Können trotzdem noch Marvels sammeln. Brauchen wir später vielleicht noch genug. Was wir kriegen können, nehmen wir natürlich mit. Okay, da müssen wir dann durch. Okay, Marholz. Fertigen. Achso, das fertigen wir aus. Zwei Marholz brauchen wir, um einen Starrseil zu fertigen. Aha, da steht das Rezept. Und hier brauchen wir Morgenheu und Schuttermoos. Das brauchen wir gerade nicht. Okay, zwei Stahlseile brauchen wir. Dann brauchen wir noch etwas anderes. Ein Karant brauchen wir noch.
Krähe. Ah, okay, das waren die Karanten. Also ich habe Zeug für dich. Das hätten wir. Keiner von uns ist stark genug, die Brücke tatsächlich neu zu bauen. Aber ich werde jemanden finden, der es kann. Da hast du etwas, womit du in die Höhle kommst. Nennt man Sprengstofffesseln. Und von der Nasensorte ist das nicht. Wenn du das Ding mit einem Projektil triffst, geht's direkt in die Luft. Sei vorsichtig damit. Okay, benutzt das Sprengstofffesseln, um die Höhle zu gelangen. Okay, müssen wir wahrscheinlich direkt vor der Tür absetzen. Bestimmte Gegenstände kannst du über Kurve zum Einsatz bringen. Okay, haben wir jetzt das Sprengstofffässchen gegessen. Aha. Okay. Das müssen wir noch irgendwie anders machen. Autschi. Ja, das musste ich mal machen. Einmal mit dem Schwert draufhauen. Schon ist er tot. Okay, wir haben durch das Fass immer noch. Ich kann es nicht fassen. Okay. Ja, ja. Fass hinlegen. Und dann nutzen wir diesmal mal die Schleuder. Aus der Entfernung. Sehr schön. Und rein da. Okay. Eine Höhle. Ah, okay, ja, es ist, ja, okay, nein, Sekunde. Ich verstehe, wie das funktioniert. Hier mal drin stehen. Ein V-Stuhl. Ich hoffe, diese fucking Checkpoints. Oha. Ein Monster. Der erste Gegner. Was? Allzu freundlich scheint es ja nicht zu sein. Ich wünschte, Amam wäre hier. Er wüsste bestimmt, was zu tun wäre. Ich werde gegen ihn kämpfen müssen. Okay, wenn du nah genug kannst, du den Mausbutton darauf fokussieren. Ah, okay. Brauche ich gar nicht. Attacke! Ich könnte auch mit Steuer angreifen, aber was soll es? Den kriege ich so hin. Den ersten Boss. Schnapper-Oberschenkel. Lecker Fresschen. Besiegt haben wir den Schurken. Okay, was gilt das hier zu tun? Aha. Eine Fackel, die wir hier einsetzen werden. Aha. Und weiter geht die Reise. Check the point.
Ein Schalt ziehen. Und ich sehe schon das Licht. Das Licht an meinem anderen Tunnel. Ach, hier sind wir. Ist ja sehr gut. Einen anderen Weg gefunden. Da sind wir wieder oben. Schnell hoch. Unsere Freunde und Freunde und unsere Familie retten. Keine Zeit zu verdrödeln. Keine Zeit zu verlieren. Ich bin zurück von den Toten. Oh, bei Mutters Gnade. Du bist in Sicherheit. Einen Moment lang dachten wir hätten dich auch verloren. Bist du verletzt? Wie bist du zurückgekommen? Bist du ganz runter bis in die Außengebiete gefallen? Was ist ja auch verloren? Hat noch wen verloren? Ich bin in Ordnung, nur mein Kopf tut ein bisschen weh. Ich habe aber diese wundersame Kreatur namens Off getroffen. Er lebt im Außengebiet. Das hatte ich befürchtet. Er hat dich verletzt. Wurdest du angegriffen? Nein. Er war ganz nett zu mir. Er hat mir geholfen, hierher zurückzukehren. Er wusste auch über den schlechten Zustand dieser Klippen Bescheid. Wo ist Amam? Ich muss ihm erzählen, was passiert ist. Hugh. Der Bergsturz hat schreckliche Verwüstung angerichtet. Nuja, Edwin und Hugh haben nicht überlebt. Und er gehört auch zu den Opfern, Hugh. Aber er muss doch davongekommen sein, oder? Er ist weggesprungen. Er muss da unten sein. Und wir haben ihn gefunden, Hugh. Er muss dich von der Gefahr weggestoßen haben. Es tut uns so leid. Ich glaube dir nicht. Er muss noch da sein. Aber er ist stark. Mein lieber Junge, bleib hier, wir werden dich trösten. Oh, das war nicht die Zeremonie, die ich mir vorgestellt hatte. Es ist so traurig. Aber man lebt, ich glaube daran. Wie viele Tagträume ich darüber hatte, was alles schief gehen könnte. Dennoch, das hier ist noch schlimmer. Nur mit ihm noch reden. Schwierig. Dann halt nicht. Oh nein. Es ist schrecklich. Ich sehe einfach nicht wie. Oh, Hugh, es tut mir so leid. Wenn du irgendwas brauchst, dann komm zu mir. Wir hauen jetzt ab. Tut mir leid, Leute. Ich muss hier weg. Er lebt noch. Ich werde ihn finden und zurückbringen. Das hier ist deine Karte. Du wolltest die ganze Welt kartografieren. Dann werden wir es jetzt für ihn tun. Bis wir ihn wiederfinden. Hugh, bitte komm zurück ins Dorf. Wir wissen, was du gerade durchmachst. Wir müssen mit dem Wiederaufbau beginnen. Sonst brauchen wir deine Hilfe. Die Hilfe von allen. Amam hätte auch geholfen. Nein, Amam hätte dafür gesorgt, dass wir einen besseren Ort zum Leben finden. All diese Klippen. Hugh, wir können an keinem anderen Ort leben. Das Außengebiet stellt keine Möglichkeit dar. Hat es auch noch nie. Das ist nicht wahr. Wir haben dir doch
gesagt, dass Menschen dort schon früher im Außengebiet gewesen sind. Glaub doch diesen unsinnigen Höhlenmalereien nicht. Wir sind zu schwach, um einfach in den Außengebieten zu spazieren. Hugh, bitte komm zurück zum Dorfplatz. Wir finden schon eine Lösung. Und damit sind wir richtig drin im Spiel. Pein. Das war jetzt die Vorgeschichte. Und wir brechen auf in die Wildnis und suchen nach unserem Freund und nach einer Möglichkeit, eine neue Zukunft, ein neues Dorf, ein neues Leben aufzubauen. Erste bescheidene Schritte. Jetzt habe ich eine Karte. Aha. Heimat. Oha, das ist noch eine sehr große Map. Muss noch einiges zu erkunden geben. Okay. Dann brechen wir mal auf. Ein erster Erkundungsziel haben wir vor uns. Du befindest dich jetzt im Erkundungsgebiet. Dies wird auf deinem Kompass dargestellt. Das Ziel ist in deiner Nähe. Oha. Angriff. Glaube, so gefährlich waren die gar nicht. Aber gut, viele Items. Finde ist das natürlich alles neu. Muss erstmal angreifen. Oha, die dagegen. Die sind schon gefährlicher. Der Kollege hier. Oha. Aufpassen, dass wir hier nicht sterben. Eine Wolfskreatur. Etwas in der Art. Dann müssen wir mal mit ein bisschen Entfernung taktisch angreifen. Okay, hier nochmal. Okay, da wollen wir lang. Der Wolf ist so eine Art Beschützer. Rotweizen.
Okay. Erstmal hier hin. Rezept haben wir noch nicht. Wir können was essen. Ich habe mein Ei gegessen. Aha. Spendenkasten. Okay. Spenden wir doch ein bisschen was. Also können wir uns unser Ansehen ein bisschen verbessern. Aber wir brauchen das Zeug doch nicht. Ein bisschen was zum Essen brauchen wir noch. Verbündet. Sehr schön. So wollen wir es ja. Wenn wir hier nicht angegriffen. Da ist der Fuchs oder Wolf, die Dinger. Amphikuskugel. Ah, da sind die Wölfe. Die würden wir jetzt angegriffen werden, wenn wir nicht gespendet hätten. Nun können wir. Hast du schon mal mit dem Tambas gesprochen? Nein, noch nicht. Oh, hallo. Hallo, Freunde. Hey, Krokodil. Das war das Dorf hier nicht überfallen. Ich sollte mich nicht mit Menschen unterhalten. Ich habe gemischte Dinge über euch gehört. Naja, verbündet sind wir aber. Freunde noch lange nicht. Bevölkerung, Nahrung, Materialien. Dann brauchen wir die auch nicht zu plündern. Die Verbündete sind. Ist ja schön. Pollenfelder. Können wir reden. Oh, ein Elch. Mr. Elch. Versuchen immer das Dorf zu, immer als Dorf zu wachsen. Oh, Händler. Sehr schön. Ich hab nix. Okay, möchtest du mal. Ach so, die Elche sind immer noch feindselig und dich hier auch noch. Okay. Jetzt kann man warten, was dem Häuptling zu sagen, was du uns gebracht hast.
Okay, kaufen wir uns ein paar Schuhe. Kaufen uns so neue Rezepte. Wenn wir neue Gegenstände haben. Jetzt haben wir erstmal was zum Essen. Sehr schön. Neue Gegenstände sammeln und denen vorbeibringen. Okay, was haben wir hier?